Recht herzlich willkommen zur 151. Folge vom Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal den Flughafen hier gemacht, beziehungsweise die Fluglinie eingerichtet. Da ist jetzt der Flugverkehr zugange. Ich weiß gar nicht, wie weit der jetzt ist oder auch nicht ist, weil der wird gleich hier vorbeikommen, denke ich mal, ne? Oder? Wie sieht's denn hier mit Passagieren aus? Döbeln sind jetzt 5 Leute hier am Warten, okay. Sonst keiner, doch da oben 7,75 über Döbeln. Das bedeutet, er kommt erstmal voll wieder. Ist nicht ins Minus gegangen, hat also 4.000 plus, 5.000 plus ungefähr gehabt. Und kriegt 80 Passagiere, okay. Das mehr wie letztes Mal, sollte also einigermaßen gut funktionieren, diese Linie. Und wieder weg ist er. Gut, okay, das haben wir dann soweit. Ja, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes machen. Hier sieht es ja ganz gut aus mit Abdeckung. Vielleicht sollten wir mal, aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gemacht, die Abdeckung geguckt. Aber naja, kann ja nicht schaden, nochmal reinzugucken, ne? So, dann gucken wir hier. Das sieht alles gut aus. Floto. Ist hier unterwegs, das ist auch gut. Sonderhausen ist abgedeckt. Und Lauter ist da eine Stelle, wo wir eine neue Bushaltestelle machen können. Ja, nur hier. Gut, das bedeutet, hier muss ich irgendwo eine Bushaltestelle hin. Das werden wir jetzt in Angriff gerade nehmen. Da ist die Straße, Stadtstraße. Ja. Brauchen wir jetzt nicht. Warum ist hier ein Dingens? Eins, zwei, drei. Ja, machen wir so, oder? Und so machen wir ein bisschen länger. Dann gibt es da die Bushaltestelle. Ich glaube, das wäre dann hier, genau. Und den Postkasten dahinter. So, und dann müssen wir gucken, wer da hin und her fährt. Das können wir schließen. Das lassen wir noch offen. Und wir gucken, wo ein Bus fährt. Da fährt er. Der dreht jetzt genau um. Na, da ist auch noch die Linie. Da kriegen wir den besser. Lauter West ist das, okay. Dann machen wir hier eine Linienänderung für Lauter West. Da fährt nur der Bus. So, das ist dann das Schloss, ne? Genau, nach dem Schloss fahren wir nach Sonnenwindgasse wieder zurück. Nee. Das heißt, wir kommen Asimuk, also Schloss, dann fügen wir da ein, den halt, dann fährt da zum Schloss. Und dann zu Asimuk, also ich glaube, so ist es richtig. Und da müssen wir noch was machen. Lauter Post ist das. Da müssen wir mal den Namen ändern, damit wir das nicht hier falsch haben. Stadtbus ist das nämlich nicht mehr. Das ist Postlauter. Und da müssen wir auch die Linie ändern. Die fahren da nämlich gerade auch vorbei. Asimovic. Dahin. Einfügen. Der Postkasten. Und das Schloss. Und dann sollte es schon wieder passend sein, oder? Passt. Können wir schließen. Funktioniert. Okay, dann haben wir das. Sonderhausen hatten wir. Dann gehen wir nach Döbeln. Noch ein bisschen hier rüber. Da ist aber nichts. Okay, dann haben wir hier Riedenburg. Ne, Radolfzell nicht Riedenburg. Riedenburg wollen wir schon. Gucken wir gerade erstmal hier rum, weil das doch schon ein bisschen größer ist hier, ne? Okay, aber hier ist auch noch alles gut.
Hier haben wir Adenau. Da ist auch alles gut. Und dann Hadexen und Altenau. Altenau ist nix. Und Hadexen war ja auch nichts. Hatten wir hier mal ja angefangen, ne? Genau. Weil hier ist wieder der Flieger. Dann haben wir das durch. Kann man den Flieger auf der Karte sehen? Müsste man, ne? Aber wer weiß, wo der jetzt ist. Das müsste ja hier, ne? Der fliegt hier über Wasser, da ist der ganz schwer zu sehen wahrscheinlich. Der kleine Punkt ist hier jetzt nicht wahrzunehmen, oder? Da ist er. Aber den kriege ich nicht, der ist zu schnell. Gut, okay. Ne, andersrum. Na, komm schon. Da oben hin, wo ist er? Flughafen, da ist er. Hier kriegen wir jetzt, weil er da nicht so schnell ist. Oh, er ist auch nicht mehr voll auf dem Rückweg. Das ist nicht gut. Passagiere sind weg. Und Hinweg ist 29. Da müssen wir was ändern am Fahrplan. Fahrplan, Döbeln. 50%, machen wir 50% in beiden Richtungen, würde ich sagen. Ja, so lange soll er warten dann. So, wie viel ist das dann? Ach so, das ist jetzt nicht der Flieger, sondern Dingens. Das ist jetzt 34, okay. Sollen wir mal schauen. 35 sind 140, 141 Leute, die da einsteigen müssen. Entschuldigung. So, 73 sind jetzt gekommen, weil die Straßenbahn da gekommen ist. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Dauert einige Zeit, aber das ist dann okay so. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal nach Döbeln. Wie wir stehen denn hier dann so? Okay, da sieht man das jetzt schlecht, weil der Flughafen ja direkt angebunden ist. Hier müssten wir, Hadexen sind 11. Ja, das ist dann auch nicht so viel, ne? Okay, da sind es jetzt 108 Grad geworden. Weil wer? Der Bus noch, oder die Bahn hier welche gebracht hat, ne? Okay. Der bringt jetzt Post vorbei. Da kommt noch ein Bus, oder wie ist das? Ne, der fährt noch da hinten weg. Also, ach ne, der fährt hier raus und dann darum vielleicht. Oder fährt er noch da? Naja, kommt von dort. Vielleicht hat er noch ein paar dabei. Oh, das sind ja aber schon von alleine kommen da welche, ne? Gut, jetzt kommt noch der Bus dazu. Aber der hat keine Fahrgäste gehabt, oder wie sehe ich das? Gut, der fährt weg, der Bus. Straßenbahn ist noch nicht da. 118 sind so. Dauert eine Weile, bis der Flieger wieder in die Luft kommt, ne? Den verfolgen wir aber und die warten jetzt erst, bis das hier passiert. Einer dabei gekommen. Die Frage, ob der Bus schneller wieder da ist oder die Straßenbahn, aber ich würde ja sagen, die Straßenbahn. Die müsste ja jetzt gleich da um die Ecke wieder kommen, oder? Ist ja schon eine ganze Weile weg. 119. Der Bus wartet auf freie Strecke, weil der Postwagen nicht in Quark kommt oder was?
Ja, kann er denn nicht vorbeifahren oder was? Hm. Nur der Postwagen fährt und der Bus wartet jetzt. Ne, fährt auch sofort wieder los. Ist vielleicht der Bus sogar eher da wie die Straßenbahn, würde ich sagen. Und alleine wären es gerade nicht mehr. Okay, 119 bleibt's. Bus ist hier am Rathaus vorbei oder Ahornstraße war es. Rathaus ist ja hier, das ist ja die Kapelle da oder Kirche. Und jetzt bringt er auch, da sind vier jetzt von alleine gekommen oder wie ist das? Ich glaube, dann fliegt der Flieger, wenn der Bus jetzt da ist. Straßenbahn ist natürlich da. Oder? Ja. So, 50% hat er und dann geht's los. Falsches Geräusch, ist ein Jet, ne? Keine Propellermaschine. Oder? So, gucken wir gerade, wie wir auf der anderen Seite in der Zeit sind. Bis da dann gereicht hat. Der weite Weg übers Wasser. Über Land fliegt er tiefer. Das ist auch interessant, ne? So, jetzt kommt er an. Also Geld wird immer plus sein, oder? Vor allem, wenn wir jetzt 50% haben, würde ich sagen. Ja, nicht ganz, ne? Muss noch einen Moment warten. Kommt hier irgendwer an? Ich glaube nicht. Der Bus war hier, oder? Da ist er. Und da unten kommt kein Zug an. Einen Moment warten. Ja. Kein Zug da. Aus der Bus. Hier ist einer. Sind mehrere? Nein, nein. Nein. Ja. Da kommt jetzt der Intercity angefahren. Und der bringt jetzt noch Passagiere mit, oder? Nicht wirklich. Doch. 13 waren es. Jetzt fliegt er. War jetzt nicht so prickelnd viel, ne? Hätte ich ein bisschen mehr gerechnet. Aber Geld ist natürlich hier am Laufen, ne? Gucken wir gerade noch da hinten, wie viel er da in der Zwischenzeit dann hat. Um das auch zu sehen. So ein bisschen Wartezeit ist ja okay, ne? Nur zu lange wäre ein bisschen doof. Da ist der Flughafen. So, und wir steigen da jetzt ein. Neunundsechzig, okay. Das ist nicht viel. Kommt ein Bus noch gleich, aber der bringt auch nicht viele und die Strava ist noch nicht da, ne? Mach das mal aus und dann gucken wir mal gerade rüber. Ah, da kommt sie. Zug fährt schon weg. Das waren vier, die vom Bus vielleicht reingekommen sind. Strava ist hier. Mal gerade schneller. Und 76 kommen. Okay, da waren 40 ungefähr drin, ne? 39 sind es genau. Okay. Ja, das wird da werden, können wir von ausgehen.
dass die immer jetzt mit 50% Deckung da ist. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge schauen, dass wir hier nochmal in unsere Haltestellenliste gehen, wer da wo wartet oder was da wo wartet. Hier warten zig Leute noch auf irgendein Schiff oder sowas. Sieht so aus, ne? Müssen wir mal gucken, was wir da noch machen. Nach Altenau geht die Reise und über Radolfzell sind auch relativ viele. Das würde aber hier über Land bedeuten, ne? Und Altenau, Weinstraßenhafen, das ist 5000 Leute warten auf ein Schiff. Gut, okay, dann haben wir das. Wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das gerne. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.